Hier kann einem Corona mal so richtig den Buckel runterrutschen. Endlich wieder Skifahren. Selbst im gebeutelten Ischgl in Österreich nimmt der Tourismus so langsam wieder richtig Fahrt auf. Für die Urlauber sogar mit einem kleinen positiven pandemischen Nebeneffekt. Ist alles toll. Ischgl noch nie so leer erlebt. Super. Die Pisten sind perfekt präpariert und die Sicherheitsmaßnahmen sind wirklich toll. Ja, mit der Maske ist es halt sehr anstrengend. Ja, man muss jetzt mal die Maske aufsetzen, abziehen und das bei den Temperaturen. Ohne Regeln geht es also nicht und die sind gar nicht so ohne. Rein kommt man nach Österreich nur geimpft plus Booster oder PCR-Test. Sonst droht Quarantäne. Im Skigebiet gilt fast ausschließlich 2G. Und Après-Ski ist abgesagt. In Ischgl gibt es für die Gastronomie sogar eine Sperrstunde. Das ist natürlich auch eine soziale, gesellschaftliche Komponente, dass man zusammensitzt, dass man natürlich neue Leute kennenlernt. Und dann ist es natürlich sehr schade, dass man um 22 Uhr dann schon bereits auf die Zimmer gehen muss. Und auch wer in Italien Skifahren will, muss einiges akzeptieren. 2G plus negativen Test für alle, sonst Quarantäne. Und auch auf die Piste geht es nur für Geimpfte oder Genesene. Nur die Schweiz ist deutlich lockerer. Hier kommt jeder rein, 2G oder Test. Und bis auf eine Maskenpflicht gibt es beim Liftfahren keine Einschränkungen. Aber überall gilt Vorsicht bei der Rückreise. Alle drei Länder sind jetzt Hochrisikogebiete. Da sind die Geimpften und Genesenen ausgenommen. Also die können natürlich wieder einreisen. Und die Ungeimpften müssen sich sofort in Quarantäne begeben. Das macht es natürlich kompliziert, wer mit Kindern reist, die noch nicht geimpft sind. Das macht vor allem trotz anstehenden Skiferien vielen Familien in Deutschland den Skiurlaub fast unmöglich. Also, auch wenn es wieder geht, es bleibt im wahrsten Sinne des Wortes ein Urlaub mit Einschränkungen und Abstrichen.